Juri, Vassili und Fixit. Tja, willkommen im Team. Jeskel, los, wir müssen hier raus. Er wollte nur die Drohnen. Ich dachte, er wäre ein Freund. Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu meinem Ghost Recon Breakpoint Immersive Mode Let's Play. Ja, ich befinde mich jetzt hier im Süden von Fenburg und laut mehr oder weniger vertrauenswürdigen Informationen sollen sich in diesem Haus drei überlebende Ghosts aufhalten, die eventuell bereit wären, sich mir anzuschließen. Das möchte ich gerne überprüfen. Wir haben hier rechts nebenan auch noch ein paar Outcasts, so wie es aussieht, oder einfach Zivilisten mit Informationen. Und wir haben Informationen und ein neues Kleidungsstück auf dem Dach im Haus. Dann würde ich sagen, rücken wir doch einfach mal vor und schauen, um welche Ghosts es sich hier handelt. Und ob sie wirklich bereit sind, sich uns anzuschließen. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen beeilen, bevor die Azrael-Drohne uns erwischt. Alles klar, Ghostglied. Ach, tatsächlich, da sind sie. Der Wahnsinn. Wer seid ihr? Fixit, Fury. Ich glaube, das war's. Wo ist der Dritte im Bunde? Ich arbeite so schnell ich kann. Es ist eine komplizierte Sache. Wo ist der? Na, egal, wir schnappen uns jetzt erstmal hier das Kleidungsstück. Generische Sentinel Combat Hose. Da ist er. Vassili. Fury, Vassili und Fixit. Tja, willkommen im Team. Ganz offensichtlich ein Sniper. Ah, ein Brecher oder so. Und irgendwas dazwischen. Mit MP, mit Vektor, alles klar. Gut, dann sind wir immer noch auf der Suche nach Chase Skell. Wir sollen jetzt zum Hauptsitz der Skell Foundation gelangen, im nördlichen Teil der Region Infinity. Das ist hier, östlich von Ravenwood. Das wäre dann hier, ziemlich genau südlich von unserer Position. Alles klar. Dann würde ich sagen, sammle ich hier noch schnell die Infos ein. Oh, AK-47. Und fall die Treppe runter. Und dann sehen wir uns gleich am Einsatzort, am Zielort. Ja, und ausnahmsweise werde ich die Zeit nicht beschleunigen, sondern einfach einen Cut machen. Also bis gleich. Da sind wir nun am Hauptsitz der Skell Foundation. Und hier sollen wir wohl, mit ein bisschen Glück wohl angemerkt, Chase Skell auffinden können. Schauen wir mal. Untersuchen Sie den Hauptsitz der Skell Foundation. Wir sollten vielleicht erstmal ein bisschen scouten mit der Drohne. Ah, hier haben wir einen Sniper auf dem Dach. Einige Zivilisten. Diesem Dach hier nichts. Das Dach hier ist... Wo sind wir? Wir sind dort. Wir müssen alles nach Infos absuchen. Wow, das sind ein Haufen Infos. Wo sind die? Hinten dran? Okay, da unten drin. Dann schnappen wir uns mal zuerst diesen Scharfschützen. Weil der gerade bei uns ums Eck ist.
Nun sehen wir weiter. Was haben wir hier noch? Ein Gebäude, in das man rein kann? Okay, eine bewachte Tür. Treppe. Okay, das hier sieht doch schon sehr pink aus. Was? Sieht sehr vielversprechend aus hier. Allerdings ist alles pink. Ich weiß nicht, ob das... Wow. Okay. Wo viele Wachen sind. In diesem Labor werden im Grunde zweite Chancen für die Gesundheit. Sind wir meistens richtig. So, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um diesen Scharfschützen. Und hoffen, dass in dem Gebäude nicht noch mehr Wachen sind. Aber es ist eigentlich schon fast davon auszugehen, dass da noch mehr Wachen sind. Generell in dem ganzen Komplex hier sind bestimmt noch mehr Wachen. Ja, da hinten spaziert einer auf dem Helipad rum. Machen Sie mal langsam. So, oh, da ist er, da ist er, da ist er. Mach die Drohne weg. Hey. Gutes Ding, Ghostlead. Dankeschön. War aber auch ein einfaches Ding. Wo ist der wo ist der hingefallen? Der ist runtergefallen. Ist vielleicht nicht unbedingt gut. Huch, was ist denn da passiert? Plötzlich ist es Nacht. Ja, was ist passiert? Die Leiche liegt auch hier oben und nicht mehr unten. Die Verbindung zu den Ubisoft-Servern ist leider abgeschmiert und dann fliegt man sofort aus dem Spiel raus komplett. Ich habe jetzt nochmal so weit gespielt, allerdings ist jetzt halt Nacht. Ja, leben wir halt damit. Haben wir kein Problem. Gut, so, wo waren wir? Jace Geld suchen. Wir hatten hier unten ein paar Infos entdeckt. Sind jetzt natürlich nicht mehr da, natürlich. Ah, das ist der Eingang zum unterirdischen Labor. Sehr gut. Hier haben wir eine Wache. Ah, da gibt es Infos. Okay. Was war da? Nichts von Bedeutung. Eine Fraktionsmission, auch gut. Aber auf die konzentrieren wir uns hier nicht, sondern nur hier auf die Story-Mission. Hier erreichen, was ist das? Ach, das ist dieser Eingang in diesem... Okay, also entweder dort oder dort rein. Ich würde sagen, wir gehen dort rein, ist einfacher. Wir sind jetzt auch hier schon fast dort. Dann würde ich mal sagen, hey... Jungs oder Mädel. Ich wollte eigentlich den Simultanschuss mit unseren Kameraden nutzen. Nochmal. Roger, bin unterwegs. Na geht doch. Ziel erfasst. Okay, ist da noch irgendwo eine Wache? Feuer. Gut, dann springen wir hier mit dem Fallschirm runter und landen mit ein bisschen Glück genau vor der Tür und können dann direkt rein. Beinahe am Zaun hängen geblieben. So, wir sind da. Sehr gut. Ich heftet den Auftrag da mal an, einfach damit er dort verschwindet. Nicht andauernd angezeigt wird. So. Hallöchen. Ist sonst noch jemand da? Da
Da um die Ecke. Volltreffer, Baby. Da ist keiner. Oh, da steht einer. Und da links höre ich Schritte. Allerdings können die auch im, sind die wahrscheinlich im Nebenraum. Beziehungsweise sie müssen ja im Nebenraum sein. Na, da wäre ich mir aber mal nicht so sicher. Dass da keiner mehr kommt. Das war knapp. Nein, wissen sie nicht. Also überhaupt keine Ahnung. Und damit das auch so bleibt, lassen wir am besten mal die Leichen verschwinden. Ja, lauf doch. So, dann legen wir die einfach hier hin. Die da drin lasse ich liegen. Oh oh. Mist, zu spät. Das ist ein Angriff! Das war knapp. Das war knapp. Die Leiche vor der Tür sollte ich wegräumen. Die hier. Und die beiden hier jetzt auch. Einfach damit die nicht im Vorbeigehen schon entdeckt werden. Und dann können wir hier weiter untersuchen. Und da vorne haben wir ja auch Infos. Vielleicht mit ein bisschen Glück Infos über den genauen Verbleib von Trayscale hier in diesem Komplex. Hier, gesell dich zu deinen Freunden. Schauen wir mal. Ein Handy. Smartphone. Achso. Russisches Kollimator-Visier. Klingt nett. Aber ich nehme das Biwak. So, Jungs und Mädels. Informiere euch bei mir. Bitte. So. Eine Nebenmission, die lassen wir erstmal auch links liegen. Eine Drohne. Alles sauber hier. Schön leise. Ihr wimmelt es also von Daten. Nichts zu berichten. Oh, das ist ein Wolf. Das ist ein Wolf. Mit der Badass Stimmenverzerrermaske. Wo war der? Da hinten irgendwo. Wolf sind natürlich jetzt, mit denen habe ich nicht gerechnet. Sie sind nicht mit eingeplant. Noch einer? Okay, auf jeden Fall mehr als einer. Oh fuck! Oh, weg, 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 weg! Okay, fix it! Okay. Okay. Alter! Oh Gott! Ah! Ja. Wir sind verwundet. Hey! Eigentlich wollte ich jetzt... Ah, guck mal da. Da hinten, okay. Verdammt, der Pling! Das war natürlich jetzt alles andere als leise.
Jetzt haben wir ein dezentes Problem. So. Infos. Eine UMP. In Fanburg. War da oben Deckung? Nicht wirklich. Es kommt natürlich der ganze Komplex angestürmt. Das war so nicht gedacht. Aber auf eines kann man sich ja immer verlassen. Nämlich, dass nicht so läuft, wie geplant. Zu mir. Bewegung. Komm zu dir. Okay, gut. Ich glaube, ich lasse dir noch eine kleine Überraschung da. Eine kleine Mine. Nur für den Fall, nur um uns den Rücken frei zu halten. Sicher ist sicher. So. Ja, waren wir tatsächlich noch ein bisschen verwundet. Gut, okay, die haben die Suche aufgegeben. Damit können wir wieder relativ entspannt vorrücken. Die Tür ist verschlossen. Wow. Hey, ihr beiden, ne? Immer mitten rein. Flup, flup. Dann öffnen wir mal die Tür. Jess, Gell. Los, wir müssen hier raus. Scheiße. Okay, hören Sie. Mein Name ist Nomad. Ich gehöre zu einem Team, das herausfinden soll, was auf Aurora vor sich geht. Maurice Fox sagt, ich kann Ihnen trauen. Ich vertraue Ihnen nicht. Aber die Leute, die Sie jagen, wollen auch mich. Helfen wir uns doch gegenseitig. Arbeitet Fox für Ayanna Puri? Die Frau, die jetzt CEO ist und mit diesen Tieren arbeitet? Nein. Er ist in einer Höhle mit Merz Schulz. Höhle? Naja, das ist cooler, als es klingt. Ich nehme ihren Kram. Na los. Na los, wir müssen weg. Es ist meine Schuld. Das alles. Ich bring's in Ordnung. Klar. Es sind die Drohnen. Operation Citadel. Citadel hält die Leute hier gefangen. Wir können Aurora damit befreien. Und wie? Was hat Walker mit der Sache zu tun? Walker war unser Militärberater. Er führte die Übernahme von Aurora. Er wollte nur die Drohnen. Ich dachte, er wäre ein Freund. Ja, dachte ich auch. Da kommen mir doch glatt die Tränen. Raus, raus, los! Walker! Josiah. Schön, dich zu sehen, Nomad. Freut mich, dass du noch am Leben bist. Und du hast dir so viel Mühe gegeben. Du musst verstehen, dass es nichts Persönliches. Er hat Gründe, hier zu sein. Sie ergeben Sinn. Josiah, sei kein Idiot, er ist ein Verräter! Er ist ein Revolutionär. Und wir haben einen Plan, um die Welt zu verbessern. Du hast meine Leute getötet. Und auch Weaver. Wir haben beschlossen,
die Krieger zu sein, die wir sein sollten. Deine Vorgesetzten, sie glauben an gar nichts. Wir machen dir ein Angebot, Nomad. Übergib uns Jace. Komm zu uns. Wollen Sie mich ausliefern? Nein. Das war mir schon klar. Du warst schon immer so gerecht. Das Glas ist kugelsicher. Ein Scheiß ist es. Wir müssen hier weg. Da ist der Ausgang. Hier leiten wir giftige Dämpfe ab. Das könnte uns töten. Die werden uns sicher töten. Dann mal los. Dieser elende Verräter. Josiah. Verdammt. Gibt es überhaupt noch sowas wie Ehre und Treue bei den Ghosts oder laufen einfach alle über, die es können? Ach du Heilige. Stell dir vor, du hättest so viel Geld und Macht wie dieser Scare. Okay. Brauchst gar nicht in die Richtung zu gucken. Okay. Ausrüstung ist der letzte Dreck. Wir haben so viel Geld. Warum alles sparen die bei uns? Gehe dorthin. Hast du dir selbst ausgesucht? Auf dein Zeichen. Oh, und ein Heli. Die machen keine halben Sachen. So viel steht schon mal fest. Zack, zack, zack. Schauen wir mal noch kurz, ob da noch irgendwo. Oh, die haben Infos, guck mal da. Hallo. Ich brauche einige Informationen. Können Sie mir helfen? Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Danke für die Unterstützung. Da stellt sich mir die Frage. Schade. Wäre zu cool gewesen, wenn die Teamkameraden auch diese Drohnen abschießen könnten. Was haben wir denn da vorne? Noch mehr Gegner? Wir sind in einem Baum verfangen. Die Zahlen sind nicht genug, um da hochzuklettern. Aber wir sollen alle Laternen überprüfen. Kameras oder Spionage. Das musst du mir nicht sagen. Wenn es dir so wichtig ist, warum kletterst du nicht selbst da hoch? Ich bleib lieber mit beiden Füßen auf dem Boden. Vielleicht hast du recht. Nicht schlecht. So, komm, dann lassen wir den einfach liegen. Denn die Infos zu den Nebenaufträgen, die sammeln wir uns, wenn wir die Nebenaufträge machen. Okay, wir sollen Jace Gell nach Erewhon bringen. Erewhon, wo sind wir denn hier? Erewhon ist so nordwestlich, alles klar. Verdammt! War da vorne. Ich kenne Josiah, er ist einer von den Guten. Die wollten mich umbringen. Stellt sich die Frage, warum ich es nicht will. Was? Hey, die haben die Insel übernommen, ja? Und meine Firma. Ich bin einer der Guten. Und warum haben Sie das Frachtschiff versenkt? Ich wollte... Das Schiff sollte Drohnen von der Insel bringen. Diese Drohnen könnten die mächtigste Waffe seit der Atombombe sein. Ich musste mich entscheiden. Ich musste etwas tun. Wurde jemand verletzt? Ein paar Crewmitglieder kamen ums Leben. Tut mir leid. Ich musste etwas tun, verstehen Sie? Vor ein paar Wochen haben sie die Drohnen in Südasien getestet. Dabei wurden unbewaffnete Zivilisten getötet. Ich wollte das alles beenden. Sie waren dabei, die Insel zu übernehmen. Das Schiff zu versenken war meine einzige Option. Ich habe gesehen, was Ihre Drohnen können. Ein paar Selbstversorger und Scattergang bestellt wollten die Insel übers Wasser verlassen. Nein. Was ist passiert? Es war nicht schön. Wenigstens haben Fox und Harmony es überlebt. Das habe ich nicht gewollt. Dass sie überleben? Wo bringst du mich hin? Erewhon.
Das ist die Höhle, in der sich ein paar der Selbstversorger verschanzt haben. Fox ist auch da. Fox und Harmony haben überlebt. Nein, das habe ich nicht gewollt. So, so, er wollte also nicht, dass die überleben. Dann heften wir auch an, einfach damit es verschwindet. So. Heften wir das eben auch noch an. Aber Hilfe, es ist viel zu viel zum Anheften. Gut, weg da, weg damit. So, Episode 2, so weit sind wir noch nicht. Wir sind immer noch in Episode 1. Was zum... Mats, das ist Jay Skell, CEO von Skelltech. Ja, ich weiß, wer er ist. Wie lange sind wir Nachbarn? Hm? Wären Sie mal nett gewesen, bevor Sie Hilfe brauchten. Oh, ich lag falsch. Ich dachte, Sie und Ihre Freunde wollten Ihre Ruhe. Schön, Sie mal kennenzulernen. Ja. Fox hatte recht. Er hatte nichts mit Sentinels Übernahme von Aurora zu tun. Walker war's. Jetzt sind sie hinter ihm her, weil er die Drohnen ausschalten kann. Ist es eine gute Idee, den Typ herzubringen? Sollen ihn die Wolves kriegen? Besser, als die Wolves hier zu haben. Jace! Oh, Harmony. Alles okay? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Wir haben dich vermisst. Bleibst du jetzt bei uns? Harmony, ich weiß nicht, ob das... Mats? Kann er hierbleiben? Sie müssen es ihm erlauben. Ja, schon gut. Okay, okay. Natürlich kann er bleiben. Klasse! Schließen wir deinen Computer an. Mats, danke. Ich werde alles für Sie tun, was ich kann. Das verspreche ich. Wie viele beschissene Computer wollen Sie denn hier aufbauen? Und übrigens, Ihr Vater muss Ihnen etwas zeigen. So, Mr. Maurice Fox muss uns also etwas zeigen. Bin ich ja mal gespannt. Schon gehört? Bellat hat ein Heilmittel. Zurzeit glaube ich gar nichts mehr. Bis ich es Harmony war schon süß, ne? Wie so ein Haustier. Mir ist ein Jace Gale zugelaufen. Darf ich ihn behalten? Bitte. Hey, Fox. Was geht? Fox. Mats sagt, sie wollen mir was zeigen. Jace! Oh, Fox. Es tut so gut, dich zu sehen. So gut. Danke, dass Sie ihm vertraut haben. Er ist hier. Aber ich muss mir noch ein Bild von ihm machen. Schulz sagte, Sie hätten was? Das ist richtig. Einer der Angestellten der Firma hat mir diese Aufnahmen seiner Smart Glasses geschickt. Mittlere Management selbst die Hände schmutzig machen. Oder? Rein in den Truck. Bewegung! Und hört auf mit dem Gejammer! Ich will nicht, dass meine Gäste heulen wie eine Jungfrau beim Abschlussball. Los jetzt! Glotz mich nicht so an, du Hurensohn! Ich bin ein einfacher Mann. Sie versprachen zu kooperieren. Und wie Sie nun sehen, kann ich gebrochene Versprechen nicht ertragen. Mein Gott, das ist Trey Stone. Er ist CEO von Sentinel, der privaten Sicherheitsfirma. Sie haben ihn eingestellt? Nicht dafür. Miles, mein Regierungskontakt. Er hat ihn vorgeschlagen. Peter Miles. Das ist der CIA-Mann hinter der Operation Greenstone.
Er schickte uns her. Wollte das Arschloch etwa, dass wir versagen? Ich hasse solche Manager. Du warst immer anders, Jace. Wie tief steckt Miles drin? Es gab einen Bombenanschlag auf ein Labor beim Maunga Nui. Der Anschlag brachte mich dazu, tödliche Drohnen herzustellen. Miles übernahm die Finanzierung und wir schufen das Omega Security Programm. Und dann kam Walker als militärischer Berater zu uns. Und als sie es beenden wollten, haben die übernommen. Wir müssen alle Zivilisten von der Insel schaffen. Und ich brauche hier Verstärkung. Ich habe eine Idee, um das möglich zu machen. Ja! So kenne ich dich. Ich fand eine Schwachstelle im Steuerprogramm der Drohnen. Ich arbeite an einem Exploit, einem Virus. Er könnte die Kontrolle über einen Drohnensektor übernehmen. Dann könnte ein Schiff die Insel verlassen. Ja, aber ich brauche Hilfe. Wenn das meinen Truppen erlaubt zu landen, helfe ich gern. Danke, Nomad, wirklich. Ich richte mir einen Arbeitsplatz ein. Besuchen Sie mich und ich sage Ihnen, was ich brauche. Das fühlt sich toll an. Wie früher, als ich noch nicht dieser Schlappschwanz war. Wissen Sie, was ich meine? Mein Magen war übersäuert und ich wollte den ganzen Tag nur Fischtacos essen. Aber jetzt, ich meine, jetzt fühle ich mich klasse. Wir treten in ein paar Ärsche. Das ist super. Fox ist schon cool. Fox ist, ich glaube, einer meiner Lieblingscharaktere hier. So, mit Skell über den Plan sprechen. Wenn ich ihn finde, mache ich das gerne. Ah, auf der anderen Seite ist er. Da ist er. Der hat sich aber ganz schön schnell hier eingerichtet. Motherland. Okay, dann schieß mal los. Über deinen Plan. Okay, Sie Superhirn. Erzählen Sie mir von Ihrem Plan. Ich kann eine Schwachstelle im Steuerprogramm der Drohnen ausnutzen, um die zu übernehmen, die einen Sektor der Insel überwachen. Aber dafür brauche ich meine Chefingenieurin. Wir müssen sicherstellen, dass die Hintertür in der Programmierung offen bleibt. Und wir brauchen eine fortschrittliche KI. Daran arbeiten wir gerade. Okay, das war alles. Alles klar. Gut, dann wissen wir jetzt, worum es geht. Und wir können in der nächsten Folge damit fortfahren, Skells Plan in die Tat umzusetzen. Bis dann, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.